CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Bundeswehreinsatz in Südsudan im Rahmen der Vereinten Nationen UNMISS ist aus drei Gründen wichtig. Erstens, Verlässlichkeit gegenüber der Bevölkerung in Südsudan, die nach wie vor massive Probleme hat und auf Hilfe angewiesen ist. Zweitens, Verlässlichkeit gegenüber den Vereinten Nationen, die diesen Einsatz führt. Und na klar, wer einen Sitz im UN-Sicherheitsrat anstrebt, muss verlässlich sein. Drittens, Verlässlichkeit gegenüber unseren Soldatinnen und Soldaten, die sich im Einsatz befinden. Verlässlichkeit ist eine der wichtigsten Grundsätze in der Außenpolitik. Das gilt gerade auch im Augenblick, in dem wir noch keine gewählte Regierung haben, aber die internationale Gemeinschaft baut auf ein verlässliches Deutschland, und das soll bitte auch so bleiben. Wie sieht es nun zurzeit in Südsudan aus? Eben haben wir einiges gehört. Die Situation ist nach wie vor dramatisch. Alle Konfliktparteien führen ihre militärischen Aktivitäten fort. Regierung und Rebellen halten sich nicht an den Waffenstillstand. Ethnische Auseinandersetzungen und Racheakte sind an der Tagesordnung. Menschenrechtsverletzungen sind an der Tagesordnung. Übergriffe auf die Zivilbevölkerung sind an der Tagesordnung. Hunger, Gewalt, sexuelle Verbrechen, Verstümmelungen sind an der Tagesordnung. Humanitäre Helfer sind Behinderungen und Übergriffen und Erpressungen ausgesetzt. Allein 2017 sind 18 von ihnen zu Tode gekommen. Wir haben es eben gehört, von den ursprünglich 12 Millionen Einwohnern sind 7,6 Millionen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Sie hungern. Mehr als 2 Millionen Menschen sind in Nachbarländer geflohen. Rund 1,9 Millionen wurden innerhalb des Landes vertrieben. Besonders betroffen, und das sage ich hier auch noch mal ausdrücklich, sind natürlich immer die Wehrlosesten, und das sind Kinder und Frauen. Vor dieser Situation dürfen wir die Augen eben nicht verschließen. Es wäre unverantwortlich, wegzusehen, Hilfe zu verweigern und die Menschen im Südsudan ihrem Schicksal zu überlassen. Das sage ich auch in Richtung auf die Linkspartei. Wir müssen verhindern, dass der Südsudan zu einem vollends gescheiterten Staat abgleitet. Wir müssen verhindern, dass sich immer mehr Menschen auf die Flucht begeben. Andernfalls sind unsere Appelle zur Bekämpfung von Fluchtursachen in den Heimatländern nichts als leere Versprechung. Ja, diese Mission hat auch Rückschläge hinnehmen müssen. Nicht alles funktioniert fehlerfrei. Angesichts der vielen Herausforderungen und schweren Ausgangsbedingungen in dieser unruhigen Region kann das vielleicht auch nicht anders sein. Das darf aber dennoch kein Grund dafür sein, dass wir kapitulieren. Wenn wir kapitulieren und uns zurückziehen, wie uns das die Linken in ihrem Entschließungsantrag empfehlen, dann werden die Südsudanesen erst recht kapitulieren und das Land endgültig verlassen. UNMISS ist es gelungen, für bessere Notfallplanungen zu sorgen und durch Patrouillen ihre Wirksamkeit im Land und damit den Schutz der Zivilbevölkerung zu steigern. Unser Engagement befindet sich im Einklang, und das finde ich wichtig, mit unseren afrikapolitischen Leitlinien, die das Ziel haben, den Kontinent auf einem Weg zu Frieden und Stabilität zu unterstützen. Und dieser vernetzte Ansatz ist wichtig. UNMISS flankiert die vielfältigen Unterstützungsmaßnahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit mit Schwerpunkten in der Wasserversorgung, Landwirtschaft, Governance. Für mich steht fest, wenn es nicht ein Minimum an Sicherheit gibt, und dafür sind unsere Soldatinnen und Soldaten in dem Land, und nicht nur sie allein, wird es auch keine humanitäre Hilfe geben können. Auch medizinische Versorgung, Nahrung, Lebensmittelgrundlagen, Notunterkünfte sind ohne die Gewährleistung von Sicherheit undenkbar.
Und deshalb können wir beim besten Willen dem Entschließungsantrag der Linken nicht zustimmen, weil sie immer wieder dem Irrtum unterliegen, dass man humanitär helfen kann, ohne dass nicht mindestens auch die Sicherheit der Helfer und der Transporte gewährleistet ist. Und weil Sie das nicht verstehen, was ich nicht verstehe, müssen wir leider Ihren Antrag ablehnen. Und ich bitte um Zustimmung für den Antrag und Zustimmung für unsere Zustimmung zu diesem Einsatz. Vielen Dank. Vielen Dank, Elisabeth Motschmann.